Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Zuhörende und liebe Zuschauende, das Wort hatte gesessen. Wir haben uns heftig gestritten, mein Freund und ich. Was war da eigentlich passiert? Was war los mit uns? Ein Wort gab das andere. Immer heftiger haben wir miteinander gestritten und irgendwann sagte ich ein Wort zu ihm, das ihm richtig wehgetan hat. Schweigend sind wir auseinandergegangen. Mich hat das nicht losgelassen. Und so schrieb ich ihm ein paar Tage eine Karte, darauf standen zwei Sätze: Es tut mir leid und ich freue mich, wenn wir wieder ins Gespräch kommen. Und eine Woche später kam eine Karte zurück. Darauf hatte mein Freund geschrieben, nur vier Worte: Mir geht es genauso. Und so haben wir uns dann bald wieder getroffen, haben nochmal alles geklärt. Eigentlich wussten wir auch gar nicht, warum der Streit so heftig wurde. Wir haben einfach nach vorne geschaut. Mein Freund und ich, wir hatten Frieden geschlossen. Dieses Mal war es uns gelungen. Aber wird es uns auch immer wieder neu gelingen? Jesus Christus sagt in der berühmten Bergpredigt: Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das heißt, Jesus Christus traut es uns zu, Friedensbringer in dieser Welt zu sein. In diesem Monat November erinnern wir uns an die Konflikte, an den Streit und an die Kriege in der Welt. Und wir nehmen dieses Wort mit hinein: Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Frieden zu schaffen braucht viel Ausdauer. Und das weiß auch Jesus Christus. Frieden schaffen ist ein mühsames Geschäft. Es braucht Geduld, es braucht Langmut, es braucht viel an Vergebung und wir wissen, es gibt viele Rückschläge. Und dennoch traut uns Jesus Christus dieses zu und gibt uns diesen Auftrag hinein in diese Welt. Und immer dann, wenn wir das Gefühl haben, wir schaffen es nicht, dürfen wir uns erinnern lassen, dass es Gottes Friede ist, der unser Leben trägt und hält. Und so denke ich daran, wo kann ich Friedensstifter sein? In meiner Familie, in meiner Beziehung, am Arbeitsplatz, unter Kollegen oder in der Nachbarschaft. Jesus Christus zeigt uns Wege des Friedens. Und überall und immer wieder, wenn wir Rückschläge erleben, wenn wir das Gefühl haben, wir kommen nicht weiter und Frieden ist so schwierig möglich, dürfen wir uns daran erinnern, was uns Jesus Christus zutraut. Und in jedem Gottesdienst hören wir diesen Satz: Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Sinne und unsere Herzen in Jesus Christus. Amen. Unsere Wünsche und Anliegen, unsere Angst und unsere Freude, dies bringen wir in unser gemeinsames Gebet, das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht ihr nun hin in die neue Woche, zurück in den Alltag, im Namen unseres Gottes, mit seinem Segen und in seinem Frieden. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.